verschiedene Tierstimmen. Eine Kuh, Hühner, irgendwo bellt ein Hund. Im Hintergrund läutet eine kleine Kirchglocke. Reger Verkehr auf dem schmalen Pfad, der durch das Dorf führt. Vor den Häusern ist eine Schmiede. Bei der Arbeit vor einer anderen Hütte steht Kim und pflegt den Boden der schmalen. Na, wie läuft das Praktikum? So, lala, ich schreibe gerade einen Artikel über das langweiligste Theaterstück des Universums. Ach komm, jeder fängt mal klein an. Ja, bleibt es. Hallo, Olivia. Ist deine Schwester Meridella zu Hause? Sie ist nicht meine Schwester Kilana. Sie ist ein Waisenkind aus dem Wald, das sich bei uns einigt. Mensch, Jerry, lass den Scheinwerfer an! Welcher war das nochmal? Ist doch nur eine Probe. Komm, wir machen weiter. Sie ist nicht meine Schwester Kilana. Sie ist ein Waisenkind aus dem Wald, das sich bei uns. Und wie schlägt sich Lotte? Ungefähr so wie ein Kamel am Nordpol. Ach, so gut? Ja, so gut. Wenigstens hat sie sich für eine Rolle im Wilsberg beworben. Unser Dromedara? Na dann, gute Nacht. Verdammt, Ruhe da! So kann ich nicht arbeiten! Wir haben morgen unsere Aufführung! Zirkusveranstaltung wäre passender. Ist doch schon gut, Astrid. Halt du dich da raus, Antonia. Du kannst dir doch eh keinen Text merken. Wenn du den bis morgen nicht auswendig gelernt hast, dann sehe ich echt schwarz für unser Stück. Bei dem Techniker bleibt es morgen eh dunkel. Ich brauche mal eine Pause. Pause! Mein Bein! Ist noch dran. Blöde Ziege, geht's dir gut? Nee, irgendwer hat die Treppe auseinandergestellt. Wer macht sowas? Ich war's nicht. Warum warten wir hier überhaupt? Ja, die will uns irgendwas Wichtiges sagen. Na, hoffentlich kommt sie bald. Oh, da kommt sie. Endlich. Mhm. Hi, Leute. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass der Unfall von Annie gar kein Unfall war? Nee, ich denke nicht. Was meinst du damit? Ich meine, dass irgendwer absichtlich die Treppe auseinandergeschoben hat. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, Laila. Wieso wurden sonst die Stufen auseinandergeschoben? Ich glaube das trotzdem noch nicht ganz. Du machst immer aus einer Mücke einen Elefanten. Wir können ja morgen mal mit Jerry reden. Ja, können wir machen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es etwas bringt. Also ein neuer Fall für uns? Ohne mehr Infos nicht. Sehe ich auch so. Dann eben nicht. Probe. Morgens Aufführung. Alle um 17 Uhr pünktlich vor der Bühne. Auch du, Annie. Ja, ja. Schaffen wir. Annie! Was willst du, Antonia? Hast du nochmal 5 Minuten Zeit? Wofür? Das geht so nicht, Cousine. Was? Geht so nicht. Du kommst einfach so aus Berlin hier in unsere Familie. Papa und Mama müssen so tun, als gäbe es dich gar nicht. Dann dieser Anschlag mit der Treppe. Das war kein Anschlag, Antonia. Vergiss einfach, dass ich hier bin. Das kann man nicht vergessen, Annie. Ich brauch dich hier nicht, Annie. Und wenn du glaubst... Ich brauch dich auch nicht, Antonia. Und glaub mir, ich bin nicht freiwillig hier. Wenn's nach mir gehen würde... Was dann? Übermorgen bin ich wieder weg. Ich hoffe es. Kommt noch jemand mit zur Eisdiele? Ich!
Je eher du wieder weg bist, desto besser ist es für alle, Cousine. Jerry hier? Ja, ich weiß, das war scheiße. Ist aber jetzt nicht mehr zu ändern. Bist du bescheuert? Warum soll ich sie rauslassen? Okay, ich kümmere mich drum. Ja, versprochen. Hey Jerry, warte mal eben. Mit wem hast du gerade telefoniert? Geht dich nichts an, Pressetante. Mich geht alles was an, Jeremias. Also, wen sollst du wo rauslassen? Die Katze vom Nachbarn. Ja, ist klar. Zisch ab und lass mich in Ruhe, Claire. Sonst ertränke ich nicht nur die Katze, sondern auch dich, verstanden? Antonia ist noch nicht da. Mann, ey! So kenne ich sie gar nicht, aber eigentlich kann man sich immer auf meine Cousine verlassen. Sag mal, meine Freundin Leila meinte, dass das von dir heute kein Unfall war. Wie kommt sie denn da drauf? Weiß nicht, irgendwie ist das doch alles ein bisschen komisch hier. Erster Unfall von dir und jetzt kommt deine Cousine auch nicht zur Probe. Ja, und? Leila meint, da hat jemand absichtlich die Treppe auseinandergestellt. Wer sollte das denn machen? Weiß nicht, vielleicht ein Anschlag auf das Theater oder so. Ja, und was hat meine Cousine damit zu tun? Vielleicht hat sie jemand entführt? Entführt? Du hast sie nicht mehr alle. Wieso bist du eigentlich aus Berlin hierher gekommen? Kann dir doch egal sein. Ach ja, seit du hier bist, passieren hier seltsame Dinge, Annie. Also noch einmal, wieso bist du mitten im Schuljahr hierher gekommen? Noch einmal zum Mitschreiben. Lass mich in Ruhe. Kapiert? Nee, habe ich nicht kapiert. Komm schon. Was? Mensch, Jerry, du blöder Affe, mach mich los! Heute nicht. Was soll das überhaupt? Auftragsarbeit. Auftrag, okay, dann gebe ich dir jetzt den Auftrag, mich sofort loszumachen. Hör zu, Antonia, ich habe nichts Persönliches gegen dich, aber solange die Gerichtsverhandlung nicht gelaufen ist, musst du leider hierbleiben. Welche Verhandlung? Wovon redest du? Kann dir egal sein. Mach's dir einfach hier gemütlich. Morgen Abend ist der Spuk vorbei. Wenn ich dich morgen in die Finger kriege, kratz ich dir die Augen aus! Klingt wie die Katze von meinem Nachbarn. Ich warne dich, du Blödmann. Wenn die Polizei dich erwischt, erzähle ich denen alles. Und dann hast du eine Verhandlung. Das schwöre ich dir. Okay, aber bis dahin bleibst du über Nacht hier. Bis morgen, du Katze. Ihr habt sie echt nicht mehr alle. Annie hat mir aber alles erzählt. Ihr hattet aber einen Streit. Sie war aber danach nochmal bei mir. Und sie soll morgen gegen einen Mafia-Boss aussagen. Und damit ihr bis morgen nichts passiert, hat man sie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Blödsinn, ich glaube euch kein Wort. Nee, kein Blödsinn. Hier, ein Artikel über einen Mafia-Boss. Der Typ hat halb Berlin im Griff und sitzt jetzt im Gefängnis. Ja und? Morgen findet der Verhandlungsprozess mit Zeugenaussage statt. Aber die Zeugin ist zurzeit untergetaucht. Annie. Ha.
Und wo soll der Typ Antonia versteckt haben? Sabek hat jetzt nicht die super Verstecke für ein entführtes Mädchen. Ich hätte da eine Idee. Dieser Mafia-Typ hat ein Haus in Sabek. Der Bürgersaal. Der Bürgersaal? Ja. Besser kann man eine Schauspielerin wie Antonia nicht verstecken. Direkt an Ort und Stelle. Da sucht sie niemand, oder? Ich schlage vor, wir sehen uns da mal um. Und zwar jetzt. Ihr seid echt bekloppt. Na und? Bist du müde? Nee. Dann los. Na gut. Viel Glück. Und wartet, erzählt mir alles. Daraus machen wir eine Story für die Aktuelle Stunde. Alles klar, machen wir. Ciao. Ciao. Also, alles nach Plan. Leute, geht los und checkt die Lage. Danach kommt ihr beide rüber und wir suchen zusammen nach Antonia. Ich bin mir sicher, die ist da drin. Und ich dachte, du glaubst uns kein Wort. Hört schon auf, ihr beiden. Ich gehe jetzt rüber. Die Tür aufbrechen. Ich brauche eine Haarklammer. Habt ihr eine? Eine reicht. Los, kommt. Ja. Antonia! Oh, schön, dass ihr da seid. Wie habt ihr mich gefunden? Wir haben 1 und 1 zusammengezählt. Und sind dabei auf dieses Haus hier gestoßen. Das gehört einem Mafia-Boss aus Berlin. Deine Cousine soll gegen ihn aussagen. Ich habe das echt alles nicht geglaubt. Bis jetzt. Bis jetzt, aber jetzt ist alles vorbei. Leider nicht. Jerry, was soll der Quatsch? Leg die Pistole weg. Kann ich nicht. Sorry. Der hat mich entführt. Ich kann's nicht. War nicht meine Idee, Antonia. Ehrlich, ich habe einen Auftrag bekommen. Von wem? Kann dir egal sein. Du solltest die Zeugin aus dem Weg räumen. Stimmt. Aber du hast aus Versehen ihre Cousine entführt. Ja, kann passieren, aber ist jetzt egal. Ihr bleibt alle bis morgen hier, dann ist der Prozess beendet. Und wer hat was davon? Ich. Astrid? Du? Ja. Ja, ich. Das war meine Idee. Das mit der Entführung, meine ich. Aber warum? Dieser Mafia-Boss ist mein Vater. Und um ihm helfen zu können, muss die einzige Zeugin leider aus dem Weg geräumt werden. Ich bin aber nicht die Zeugin! Stimmt, aber der Trottel hier hat euch verwechselt. Was denn? War doch so. Ey, weißt du was? Mir reicht, ich steig aus. Kannst du nicht. Ach nein? Ich bin ab jetzt raus. Tschüss. Tja. Das war's dann wohl.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Aktuellen Stunde aus Steinfurt. Der spektakuläre Entführungsfall in Sabeck ist aufgeklärt. Nach mehr als einem Tag gaben die Geiselnehmer heute auf und stellten sich der Polizei. Dabei hatten diese Hilfe durch ein Detektivteam, dem es zu verdanken ist, dass die Geisel schon nach so kurzer Zeit befreit werden konnte. Über die Hintergründe informiert uns nun unsere Reporterin Clea Milsbach, die uns live aus Sabeck zugeschaltet ist. Guten Abend, Frau Milsbach. Guten Abend, Herr Kleber. Wie ist der Stand der Dinge in Sabeck zu dieser Stunde? Ja, also ich befinde mich hier vor dem Bürgersaal in Sabeck, wo die spektakuläre Entführung gerade aufgeklärt wurde. Ach ja? Von wem? Nun, hier neben mir steht das erfolgreiche Detektivteam. War es Zufall, dass ihr den Fall gelöst habt? Nein, wir haben schon einige Fälle gelöst. Unsere Aufklärungsquote liegt bei 75%. Ja, aber wir arbeiten auf die 100 zu. Und die Entführung? Was hat es damit auf sich? Es ging um eine Zeugin. Im Zeugenschutzprogramm. Aber mehr dürfen wir leider nicht erzählen. Okay, und damit zurück ins Studio. Vielen Dank nach Sabeck. Soweit unsere Reporterin Clea Milsbach live aus Sabeck. Kommen wir nun zu weiteren Nachrichten des Tages. Berlin. Puls ist auf 180. Ganz ruhig, Lotte. Schön, dass du wieder da bist. Ja, freue mich auch. Dank der Detektive. Ja, ich weiß. Tut mir echt leid, Cousine. Ist ja nichts passiert, Annie? Uns nicht, aber ohne Jerry. Ich hoffe, dass die Technik funktioniert. Gott, Gott, Gott. Wird schon schief gehen. Na, ich hoffe nicht. Ich gehe da nicht raus. Ach Quatsch, kriegst du schon hin. Genau, Luna. Wir brauchten einen neuen Erzähler, jetzt wo Astrid weg ist. Ich gehe da trotzdem nicht raus. Zu spät, Luna. Da draußen sitzen 300 Leute. Die sind auch wegen dir hier. Mir egal. Schluss jetzt, anfangen. Worauf? Oh je. Ene, mene, Mist, es kracht in der Kiste. Ene, mene, Mac und du bist weg. Ey, stopp! Nicht den Drehknopf!